Hallo, mein lieben Raubein-Roboter, und willkommen zu Lego Star Wars Nummer 100. Da steht es in hübschem Gold und nochmal mit Ausgabe dahinter, weil 100. Ausgabe ein bisschen mehr Premium ist. Es ist einfach nur die Nummer 100 dahin zu schreiben. Und auch hier nochmal eine große 100, aber die steht für das Gewinnspiel. Es gibt zu gewinnen, so feiern die 100. Ausgabe. Ich kann aber eben kurz da rein linken. Oder Luken. Hier, Gewinnspiel, 100 Preise, immerhin. Ein paar richtig schöne große Lego-Sets. Die Gelstifte, doch die Gelstifte im Lichtschwert-Design. Die habe ich letztens noch gesehen bei dem Shop und dachte, nehme ich die mit und stelle die vor, weil kultig ist es ja schon. Die Lego-Lichtschwerter als Kulis. Das hat irgendwie was. Ein paar Jahresabos. Was sind das hier? Okay, Trading Card Packs. Ja, gut. Taschenlampen. Was sind das? Trinkflaschen, Flaschen und Brotbox. Ah, okay. PS4-Spiel, Rise of Skywalker. Nee, Quatsch, Skywalker-Saga. Und einmal ein Kurzurlaub im Legoland Deutschland. Billund wäre cooler gewesen, weil Deutschland könnte passieren, dass der Gewinner jetzt irgendwie 10 Meter vom Legoland lebt. Und dann so ein Ticket bekommt für hier kannst du lassen, Urlaub bei dir im Wohnzimmer. Wunderbar. Das ist halt dieses Ding, wenn Urlaube in Deutschland verlost werden, dann kann sowas durchaus passieren. Ich habe letztens auch ein Gewinnspiel irgendwie angezeigt bekommen, so Gewinne einen Urlaub in Köln. Und ich denke so, Köln, wie komme ich da bloß hin? Ja, okay. Ansonsten ist das Heft aber ziemlich Standard. Wir haben natürlich zwei Comics, ein großes Comic, diesmal aus der originalen Trilogie. Bisschen so halt auf in Mos Espa, also auf Tatooine, und wir haben ein Comic zu unserer Beilage. Das ist aus den Sequels, denn wir haben ein Sequel C3PO drauf und ich lasse die Seite schon mal gleich aufgeschlagen, denn da ist die Bauanleitung für den Gonk-Droiden, den C3PO. Da denken die einfach, ich müsste das selber können. Mal gucken, nicht dass ich da was falsch mache, aber oh, Moment, wir haben. Bevor ich zu denen komme, noch mal kurz eine Sammelkarte zu zeigen. Da ist die limitierte Sammelkarte. Es ist Gold, es glitzert. Es ist der Limited Edition Tag. Oder die Limited Edition Tag. Ich habe keine Ahnung, wer Tag ist. Ich sollte echt auf die neuen Serien mal gucken, aber ist mir als Charakter vollkommen unbekannt. Ich bin immer froh, wenn die einfach alte Charaktere wiederbringen, so wie jetzt Ahsoka mit Sabine und Thrawn. Und ja, dann weiß ich wenigstens, wer die Leute sind. Ich halte mich halt mit Disney Plus nicht weiter auf. Es gibt genug Streaming-Services. Ich abonniere nicht jeden einzelnen davon. Ich habe letztens versucht, Apple TV zu abonnieren. Es war dermaßen ein Kampf, da irgendwie reinzukommen. Ich habe irgendwann aufgegeben. Ich musste mich irgendwie in fünf verschiedene Sachen einloggen und habe zwischendurch auch noch Sicherheitsabfragen per Handy und so bekommen und dachte irgendwann, nee, nee, Leute, dann halt nicht. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist C3PO und der Gonk-Droide in der Beilage zu diesem Heft in dieser wunderbaren, nicht verschließbaren Papiertüte, denn wer sammelt schon Star Wars? Absurd. C3PO, C3PO, Gonk-Droide, Darth Vader, Lego, Star Wars, Disney, 6 plus C3, C-3P0, TM plus Gonk-Droid, TM. Ich hasse es, wenn Rechnen mit Buchstaben anfängt. Wir haben Größenvergleich. Dieses wunderbare Computerpanel, einmal zwei Fliese, für die, die es nicht erkennen. Jede Menge Buchstaben, Zeichen, eine traurige Zwiebel, knutschende Wale und die 91-2310 als Setnummer und hier die Adresse, falls ihr eine Bauanleitung suchen solltet, falls ihr das Set ohne Heft bekommen habt oder jemand die Seite aus eurem Heft rausgerissen hat oder was weiß ich. Aber bei eBay kriegt man ja auch nur die Tüten, dann hat man keine Anleitung dabei. Daher ist es schon sehr praktisch. Keine Garantie, dass die Anleitung wirklich da ist. Das habe ich gemerkt, als ich ein paar von den Anleitungen gesucht habe. Aber manchmal haben sie sie da. So. Und nachdem wir diesen unendlich langen Bandwurmsatz fertig haben, reiße ich doch einfach mal die Tüte auf und bin ruhig, damit ihr das wunderschöne Geräusch einer sich öffnenden Papiertüte hören könnt. Und. Oh, das war ein schönes, saftiges. Das war mein Handy. Natürlich. So, Tüte ist leer. Falls ihr das Geräusch überhaupt gehört habt, ich fand es relativ laut.
Aber vielleicht habt ihr es gar nicht gehört, wundert euch jetzt, über welches Handy rede ich da. Nun ja, bauen wir erstmal C3PO mit dem wunderbaren C3PO Spezialkopf. Das freut mich immer wieder, dass er einen eigenen Kopf bekommen hat. Die hätten das einfach mit einem normalen Minifigurenkopf machen können. Nein, sie haben C3PO einen Spezialkopf verpasst. Wir haben den Oberkörper mit den zwei goldenen Armen. Armbedruckung auf der Seite. Das war mir gar nicht aufgefallen vorher. Vielleicht hat sie in der Vorschau gesehen vor einem Monat, aber inzwischen vergessen. Armbedruckung, sehr schön. Sehr, sehr schön. Von vorne schöne detaillierte Bedruckung mit den Kabeln und so weiter. C3PO ist ja nicht immer gut gemacht. Hier noch mehr Armbedruckung. Ist das ein Widerstand? Ja, ich glaube, das ist so ein Oben-Widerstand für auf die Schaltplatine quasi. Und von hinten sein Rucksack, mehr Kabel und ein bisschen Verzierung. Okay. Beine, hier wird es interessant. Leider keine Dual-Molded-Beine. Leider nicht, denn ihr seht hier, das ist so ein bisschen silbern. Das stellt C3PO aus. Rise of Skywalker? Ja, ich glaube, das silberne Bein hatte er in Rise of Skywalker da. Wo halt eins seiner Beine ab dem Knie abwärts, glaube ich, dann silbern ist, hätte man wunderbar darstellen können mit eben Dual Molding. Gold und Silber. Stattdessen ist hier nur so ein bisschen Farbe drauf. Das hat jetzt nicht wirklich den Effekt. Das sieht blöderweise im Comic, sieht man gleich als Vergleich, dass es besser aussehen könnte, als es tut. Denn im Comic, Moment, taucht er halt so auf. Das sieht doch cool aus, oder? Da kommt die Figur halt leider nicht ran. Sehr schade. Sehr, sehr schade, denn eigentlich ist es cool. Ist eine schön gemachte, gute C3PO-Figur. Nochmal eine neue Variante für die Sammlung. Varianten von C3PO gibt es ja inzwischen auch einige. Ich glaube sogar, gibt es mehr als von R2-D2? Wahrscheinlich nicht, weil R2-D2 bei jedem einzelnen Exemplar der Druck anders schiefgelaufen ist. Aber technisch gesehen, interessante kleine Variante. So, er kriegt aber noch einen Druiden dabei und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Denn der Gonk-Druide sieht in der Vorschau überhaupt nicht gut aus. Aber wir bauen ihn jetzt mal und dann sehen wir mal, ob der wirklich so schlimm aus, wie die Vorschau es glauben lässt. Vielleicht ist er ja viel, viel besser und ich bin einfach nur völlig neben der Spur. Wäre nicht das erste Mal. Wie rum? Okay, Moment. Nee, so und dann die Blanke hier und dann das Computerpanel. Okay. Jetzt von unten hier diese Anti-2x2er-Platte. Wieso habe ich... Ich habe eine 2x2er-Platte übrig. Nee, ich habe tatsächlich eine mehr, als er sein müsste. Okay, ich habe Ersatzteil. Das ist ja auch mal was Neues. Ob das als Entschuldigung beilag für die ganzen Teile, die in letzter Zeit gefehlt haben. Weil ich hatte ja oft Teile, die gefehlt haben in letzter Zeit. So, Beine dran. Beine ist ein bisschen übertrieben bei dem Ding. Clownschuhe dran. Und wir haben... Die ist tatsächlich übrig. Ja, okay. Ding, ich weiß nicht, was du bist, aber du bist kein Gonk-Druide. Du bist halt ein Kasten auf Clownschuhen. Auch in Ordnung, kann man machen. Ist halt nicht das, was angepriesen wurde. Bisschen schade. Gonk-Druide ist wirklich, es ist schwierig, einen Gonk-Druiden falsch zu bauen. Aber herzlichen Glückwunsch. Muss man auch erstmal schaffen. Vielleicht ist es ein Mark II-Gonk-Druide aus den Sequels, der mir nicht aufgefallen ist. Weil eigentlich sehen die Viecher schon anders aus. Bisschen clever gebaut, keine besonderen Teile. Wobei der 2x2er hier, 2x2er Antiplatte in dunkelgrau, kann man gebrauchen. Das Panel eigentlich auch. Aber insgesamt, der funktioniert leider nicht. Immerhin ist dafür der C3PO umso schöner. Der ist wirklich schön. Wie gesagt, das mit den Beinen. Ich hätte mir ein Dual Molded gewünscht, aber das gibt es, glaube ich, nicht bei C3PO von Lego. Die müssen ja auch mit dem auskommen, was es halt gibt. Ja, die kriegen hier keine exklusiven Figuren oder so.
oder zumindest keine exklusiven Figurteile. Insofern ist der tatsächlich schön, könnte schöner sein, aber ist ein schöner C3PO im Heft zu haben. Der Gonk-Droide. Wir reden nicht über den Gonk-Droiden. Okay, und damit bleibt noch der Blick in die Zukunft. Und die Zukunft, die bringt uns einen TIE Advanced am 6. Oktober. Und der kommt mir gerade sehr, sehr bekannt vor. Das Modell nicht aus dem Heft, sondern aus einem Miniset, das es von Lego mal gab. Und ich glaube, ich werde das mal raussuchen und wieder aufbauen bis zum 6. Oktober, um mal zu vergleichen. Denn es gab von Lego Star Wars mal so Sets mit Microscale-Raumschiffen, immer zwei Stück drin. Und da gab es auch einen TIE Bomber. Ich glaube, TIE Advance, ich glaube gegen X-Wing. In diesem Maßstab, der hier sieht sehr, sehr, sehr bekannt aus. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Wir werden es am 6. Oktober rausfinden. Ich sage erstmal, bis dahin und viel Spaß beim Bauen. Und ja, ich habe leider nicht nachgeschaut, welches Heft das nächste ist. Wir werden es sehen. Bis dann.